gleich am Anfang. Und ein Aufstand mit 519 Todesopfern. Sehr wohl, mein König. Oh je. Euer Wille geschehe. Ja. Lager auf. Mein König! Männer, mach's so jetzt. Geht's doch. Wieso machen die so viele Revolte? Oder so schnell Revolte? Nein. Rodung, sehr wichtig. Reichste Seite. Mit 55.000. Boah. So, Ledergerber, können wir Schmied. Und hier können wir auch was ausbilden. Nein, machen wir nicht. Vladivostok. Da haben wir die Rodung gemacht, genau. Also, ausgebildete Truppen. Und Kalmarer Union hat Herzogtum Preußen den Krieg erklärt. Ah, hier haben wir noch einen Kaufmann. Sehr schön. Starte Handelsbeziehungen, mein König. So, wo haben die ausgebildet? Nicht ja. Hier, nur hier eigentlich. Ja. Und hier, dann gehen wir doch mit denen schon mal. Mein König. Hierhin. Gehen kurz dann hierhin, holen die Truppen dorthin, damit sie nicht frei herumlaufen. Das ist sehr wichtig in diesem Mod, dass man die nur mit Anführer bewegt, also mit Anführer, mit Generäle. Sonst desertieren sie sehr schnell. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. So. Dann kann man eigentlich den Schwierigkeitsgrad noch erhöhen, weil ich finde es momentan einfach zu leicht. Nicht mehr. Okay, schade. Sonst hätte ich wirklich auf schwer erhöht oder so Kampagnenschwierigkeit. Schlachtschwierigkeiten mag ich nicht so. Da habe ich meistens normal und hier habe ich glaube ich auch leicht. Marschiert los! Aber eben, ich habe ein bisschen Respekt von diesem Mod, der ist extrem unfair, weil die Gegner 100.000 Armeen aus Dingen haben und keine Schoten haben. Und ich kann nur eine Armee aus Dingen und habe Schulden oder so. Und das ist halt, ja, nicht so gut. So, machen wir die Schlacht selber. Das ist ihr Untergang. Angriff. Positionierung starten. Oh, ist das schön. Ich wusste gar nicht, dass Medieval 2 so schön ist, wenn man einige Zeit nicht mehr spielt. Ich weiß jetzt nicht, in welche. Boah, das ist so viele. Auf welche Seite wir angreifen sollen. Aber diese Seite ist wahrscheinlich besser. Ja, ich denke, wir positionieren wir hier. Zuerst die braunen. Dann die die könnten wir auf den Seiten tun. Und eins in die Mitte lang. So. Bogenschützen in einer Gruppe. So. Der General haben wir noch vergessen. Sehr wichtig, sonst wird er noch angegriffen. Gut, Schlacht starten. Na? Läuft's? Die kommen nicht.
Schwarze in Asien stimmt auch nicht ganz. Aber wahrscheinlich sind das einfach nur Rekruten. Also, Söldner. Oder sie sind von Indonesien. Ich weiß nicht, ob die dort... Also glaubt man, Papua Neuguinea sind Schwarze. Und irgendwie schießen die... Ding immer noch nicht. Sudeli. Die Samurai-Krieger sind unterwegs. Die sehen gefürchtig aus. Mit den Hörnern. Die Schwarzen haben Hörner und hier die Roten auch. Und hier vorne. Ah, das sind diese Banner. Genau, die haben immer Banner auf dem Rücken getragen. Und sind dann so viel beweglicher gewesen. So, schauen wir mal, ob sie welche treffen. Ja. Aber die haben viel Leben wahrscheinlich. Weil in diesem Mod haben mehrere Einheiten. Mehr als zwei Leben. Und hört natürlich dann viel mehr aus. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, wenn die Armee nicht angreift, nur Bogenschützen schießen. Aber das ist die wirkungsvollste Taktik mit Abstand. Weil wenn überall Kampfgetümmel ist, sollte man die Bogenschützen nicht schießen lassen. Dann schieße ich zuerst mit Bogenschützen. Und sobald sie keine Munition mehr haben oder schon viel früher, tue ich dann angreifen. Und die anderen Bogenschützen wegziehen. Oder eben die fliehenden Truppen oder so abschießen. Traut ihr euch? Nein. Sie trauen sich nicht. Der feindliche General, dieser Häuptling, fliegt. Ah, das ist wahrscheinlich der General. Oder der da vorne. Überall spritzt Blut. Matsch. Die Performance ist noch sehr gut, eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil es in beiden Spielen hat, meine Grafik hat immer so Probleme. Und Fraps manchmal auch sehr viele Probleme mit älteren Spielen. Vor allem die nicht, die Games, die nicht über DirectX laufen haben, mit Fraps extreme Probleme. Ja, schauen wir einfach ein bisschen zu. Die sind so blöd und wollen angreifen, haben da zu viel Angst und stecken dann irgendwo im Sumpf fest. Schauen wir ein bisschen die Ruinen an. Sehr schön. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Hier haben wir eine Kirche. Da haben wir irgendwas. Ein Gebäude. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass es ein Gebäude ist. Und hier eine Mühle. Wow, schön. Okay, ein Leichenpflaster. Gepflasterten Weg. Also irgendwie ist das zu langweilig. Geht mal weg. Und nur die Naginata greift jetzt an. Ich will sehen, wie die kämpfen.
Oh, Naginatas, eine herrliche Waffe. Schön zum Spießen und zum Schleudern. Schleudergang 100%. Doppelte Power. Ja, die stechen jetzt dort. Erstmal. Die gefürchteten Pink Warriors. Hier hat es noch schwarze, braune, rote und blaue. Ihr habt keine Chance. Die sterben. Okay, jetzt leckt es leider ein bisschen. Nur ein bisschen wenig FPS. Aber es hat sich wieder gelegt. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Ja, rück doch auf. Ach komm, angreifen. Ja, haben wir halt ein paar Verluste. Schauen wir gleich mal einen Verlust. Und zwei Verlust. Ja, geht eigentlich. Aber die sind sicher stark, die Naginatas. Ach man, ich will sehen, wie die so cool kämpfen, nicht nur stechen. Aber, na klar, die Waffen sind halt von Speere umgedesignt und darum stechen sie nur. Das ist auch eine Möglichkeit. Ohne große Schwierigkeiten zu modden. Weil das Umstellen vom Kampfsystem alles mögliche, das ist eine harte Arbeit für Modder. Da haben es die Entwickler ein bisschen einfacher, die haben super Programme und so. Dann machen wir mal ein bisschen Gas. So. Die Musik wird auch schnell. Gepriesen seien die Heiligen! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Stadt erlangt! Dann geht ihr hinten, doch mal hier hin und ihr hier hin. Ja, die könnt auch hier hin, aber schneller. Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Ohne ihn werden seine Truppen den Kampfeswillen verlieren. Gegnerischer General gefallen, Hauptmann Kaishan. So, habt ihr's? Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Oh. Und Männer verloren 5. Verlust erlitten, Naginata Samurai. Verluste geheilt einen. Keine Erfahrung erlangt, schade. Aber das ist auch sehr unfair. Die Gegner bekommen von einer kleinen Schlacht extrem viele Levelaufstufungen und so. Und wir bekommen in einer Riesenschlacht keine Aufstufungen. Oh je. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. So, und hier tun wir am besten nur Siedlung besetzen. Und sonst Ritterlichkeit. Plus 2 hat er bekommen, der General. Rodung. Dann lassen wir das mal drin. Und wir haben 2500 Golden. Gold wegen dem Auftrag bekommen, sehr schön. Jo. Ja.
So, Delle. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ja, dann das nächste Mal ein bisschen länger. Aber ich muss noch zum Doktor nachher. Deshalb muss ich hier schon beenden. Und jo, ich freue mich wieder, dass ich ein bisschen Lust habe auf Medieval. Aber eben weil es so extrem unfair war mit den Engländern, habe ich ja, halt ein bisschen pausiert so dafür. Aber auch die Interesse war halt dazu mal nicht so groß. Habe ich jetzt J gemacht, ja. J, 10. Weil anderes Volk mit J gibt's nicht. Können wir nur kurz schauen. So, bei den Engländern. Dann zeige ich mal, was ich meine. Ja, hier habe ich einen riesen Teil. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Zum Beispiel, die Franzosen sind im Untergang geweiht, aber haben immer noch mega viele Einheiten. Die Spanier übertreiben extrem. Das sieht man aber leider nicht gerade. Hier unten, das Kongo-Reich, hat in jeder Stadt ungefähr 3 volle Armeen, also um die Stadt. Und diese Spinnen auch, die haben in jedem kleinsten Dörfchen, abgelegten Dörfchen, haben sie schon eine riesen Armee. Also das ist unmöglich. Die haben alles Mini-Städtchen. Alles Mini-Städtchen, die haben so wenig Einnahmen, aber haben so viele Ausgaben bei den ja, beim Rekrutieren und so. Und können immer noch rekrutieren. Also es wird sehr schwer. Wenn wir nach Europa kommen, wird es sehr schwer. So. Also, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye. Ja, dann schlaf du mal ein bisschen. Ach, Tor geht doch schneller auf. So, jetzt raus. Raus damit. Jetzt kommen die Dorfbewohner und wollen wieder was aufbauen. Und der Stein ist natürlich ein unüberwindbares Hindernis. So, einnehmen. Ich bin müde und schläf. Hey, wie kackt der? Der kackt mir ein bisschen zu viel. Ja, mach mal ein bisschen Training. Aber nicht wegwerfen. Trainieren. Nehmen. Nehmen. Das kann ich nicht. Dann nehmen. Wir dürfen solche Städte nicht verlieren. Wir haben die Trainiere. Und ihr geht jetzt. Ah doch. Ihr geht jetzt hier hin. Erobern. Nimm den Großen. Ja, schlaf zuerst. Ja, dann wachst du halt wieder auf. Okay, dann kannst du wieder weggehen. Ja, braucht halt noch einige Zeit. Ja, schlaf zuerst, dann machen wir weiter mit dem Training. So. Na? Oh. Das nennt man... Wie nennt man das? Das nennt man... Armee der Verstopfung. Und ich habe irgendwelche Runen unten an der Hand.
Aha. Meine Hand, sie ist so gebrechlich geworden. Wieso kann... Von was kann das denn sein? Wir haben die Stadt erobert. So, Kreatur, aufstehen. Ach komm. Tut das nicht weh? Ist auf dem Lavaboden schlafen. Jetzt nimmst du hier bitte wieder. Wikinger! Trainieren. Zu den Waffen! Die Griechen kommen! Oi, 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 die Griechen kommen. Oh, das sind die Russen. Die Russenmafia. Oi, 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 die Russen kommen. Die Ruski. Und schon sind sie da. Nastrovje. Und ein Wodka. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt.